Ich rufe auf Top 7 unserer Tagesordnung, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, zweites Gesetz zur Änderung der Hessischen Bauordnung, Drucksache 20-5536. Und als erstes darf ich Frau Barth von der SPD ans Rednerpult bitten. Das ist hoch. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, fast 80.000 barrierefreie Wohnungen fehlen derzeit in Hessen. Und wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, fällt es nicht schwer zu glauben, dass bis 2040 ein Mehrbedarf von bis zu 300.000 barrierefreien oder barrierearmen Wohnungen prognostiziert wird. Daher verwundert es auch nicht, dass die Petition für mehr Barrierefreiheit, die der VdK im Sommer 2019 beim Hessischen Landtag eingereicht hat, von fast 25.000 Unterschriften getragen wurde. Thema war vor allem der im Rahmen der letzten Novelle der Hessischen Bauordnung im Jahr 2018 geänderte § 54. Seinerzeit wurde die Bestimmung, wonach in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen immer mindestens die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein müssen, ersetzt durch eine Quote von 20%. Dies hatte 2018 nicht nur der VdK kritisiert, sondern auch sämtliche Behindertenverbände. Obwohl ich eigentlich glaube, dass sie es gut gemeint haben mit dieser Änderung. Denn 20% hört sich erst einmal nach mehr an, ist es auch, aber erst in Gebäuden ab 6 Stockwerken. Bei Neubauten unter dieser Geschosszahl führt die seit 2018 gültige Bauordnung zu einer Verschlechterung. Genau wie der ebenfalls mit der 2018 in der Novelle herbeigeführte Wegfall der Rollschuhzugänglichkeit und die Festlegung, dass Barrierefreiheit nicht bei einem unverhältnismäßigen Mehraufwand hergestellt werden müsse. Wie dieser unverhältnismäßige Mehraufwand definiert ist, steht nicht in der Bauordnung und liegt daher im Interpretationsspielraum der Baubehörden. Fakt ist, überall dort, wo Mehrfamilienhäuser nur 2, 3 oder 4 Geschosse hoch gebaut werden, also im ländlichen Raum, aber auch in unseren Städten. Schauen Sie hier mal aus dem Fenster rund um den Landtag. Die Mehrheit der Häuser, auch hier in der Innenstadt, hat nicht mehr als 3 oder 4 Etagen. Überall dort steht zu befürchten, dass weniger barrierefreier Wohnraum gebaut wird. Und das bei steigendem Bedarf. Das kann nicht unser Ziel sein, und das ist auch sicher nicht das Ziel der Mehrheit hier im Landtag. Deshalb möchte die SPD die Bauordnung, die doch das erzeugen sollte, was die Menschen in Hessen brauchen, und das ist mehr barrierefreier Wohnraum, wieder ändern. Allerdings nicht zurück zum Altzustand, sondern unser Vorschlag ist, dass wir die Vorteile der neuen hessischen Bauordnung, die mit der 20%-Quote bei höheren Gebäuden zu mehr barrierefreien Wohnraum führt, verbinden mit der alten Regelung, also mindestens die Wohnung eines Geschosses bei Mehrfamilienhäusern. Diese mindestens die Wohnung eines Geschosses Regelung finden Sie übrigens in fast allen anderen Landesbauordnungen und auch in der Musterbauordnung, wo uns doch immer so daran gelegen ist, eine Einheitlichkeit und damit auch eine Vereinfachung herzustellen. Meine Damen und Herren, hier geht es nicht um die Bedienung von Partikularinteressen. Jeder von uns kann im Alter und manchmal auch schneller auf eine barrierefreie Wohnung angewiesen sein. Dort, wo Barrierefreiheit herrscht, ist es kein Nachteil. Bodengleiche Duschen, Barriere null zur Terrasse oder Balkon, bestimmte Türbreiten sind durchaus auch für Menschen ohne Mobilitätseinschränkungen angenehm. Aber für die, die darauf angewiesen sind, ist es unverzichtbar.
Umbauten im Bestand sind oftmals schwierig bis unmöglich, in jedem Fall teurer. Also sollte es unser Ziel sein, dass Wohnungen, die wir bauen, immer mehr diesen Ansprüchen genügen. Insofern freue ich mich schon auf unsere Beratung zu diesem Gesetzentwurf und sehe einer Anhörung mit Hoffnung entgegen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war zeitlich gesehen eine Punktlandung. Und als Nächstes rufe ich für die AfD Herrn Schulz nach vorne. Verehrtes Präsidium, verehrte Damen und Herren, liebe Genossen von der SPD, Ihr Antrag ist mal wieder ein typischer SPD-Antrag. Ich hatte ja schon mehrmals das Vergnügen, Ihre baupolitischen Ergüsse auseinanderzunehmen. Ich mache das heute gerne wieder, vor allem, weil Ihre Anträge eigentlich immer ein und demselben Muster folgen. Also fangen wir an. Zuallererst müssen wir feststellen, dass eine neuerliche pauschale Vorgabe zum barrierefreien Bauen unweigerlich zu einer weiteren Verteuerung des Bauens gerade bei kleineren Objekten führen würde. Aber das ist auch wieder typisch für Sie, liebe Genossen. Sie wollen das Bauen ja so teuer und so kompliziert wie möglich machen. Das fügt sich also gut ein in die Reihe von Ihnen und zum Teil auch der Landesregierung befürworteten Umwelt- und Energievorgaben. Die durch Ihre Gesetzesänderung herbeigeführte Baukostensteigerung müsste außerdem nicht von den Bauherren, sondern am Ende von den Mietern getragen werden. Aber darum scheren Sie sich ja auch nicht. Denn andernfalls würden Sie sich für eine Erhöhung der Eigentumsquote einsetzen, statt schamlose Klientelpolitik zu betreiben. Bei einer Erhöhung der Eigentumsquote bedürfte es auch nicht einer neuen Bauvorschrift nach der anderen. Denn dann würden alle nach ihren eigenen Bedürfnissen bauen. Das Angebot würde sich der Nachfrage anpassen. Statt aber das Bauen zu verteuern, muss über andere Maßnahmen nachgedacht werden, die den Betroffenen im Bedarfsfall den Umbau finanziell und auch bürokratisch erleichtern. Wir als AfD haben von Anfang an gesagt, man muss das Bauen so kostengünstig wie möglich gestalten. Sollte im Bedarfsfall die Notwendigkeit von Umbaumaßnahmen entstehen, so sollen diese dann gezielt und dem individuellen Fall angepasst durchgeführt werden. Zuletzt noch eine Überlegung, die mir persönlich am Herzen liegt. Ich komme aus einer kinderreichen Familie, wo der Zusammenhalt sehr stark ist. Bei uns ist es selbstverständlich, dass wir einander über die Generationen hinweg helfen. Leider ist das aber nicht mehr selbstverständlich in Deutschland, zumindest nicht im urbanen Raum. Es tritt jetzt gerade jene Generation ins Rentenalter ein, die mit der Geburtenrate auf unter 2,00 gesackt ist. Und die Situation wird sich in den nächsten Jahrzehnten weiter verschlimmern, denn die in den 60ern und in den 70ern Geborenen haben noch weniger Kinder gezeugt als ihre Eltern. An dieser Entwicklung hatten Sie als Sozialdemokraten entscheidenden Anteil. Von Ihnen geführte Bundesregierungen haben der Zerstörung der Familie durch die 68er wohlwollend zugeschaut. Jetzt bekommen Sie die Rechnung präsentiert. Die Selbstsucht, die gerne als sogenannte Selbstverwirklichung getarnt, treibt die 68er und ihre Epigonen in die Einsamkeit. Die Kinderlosigkeit oder die mangelnde Bindung zu den eigenen wenigen Kindern ist das Resultat Ihrer Politik, liebe Genossen. Und wenn die heutigen Senioren
dann irgendwann mal zum Pflegefall werden, sind sie auf den Staat und von ihnen ergriffenen Maßnahmen angewiesen, weil sie niemanden haben, der sich um sie kümmern will. Niemanden, der sich dazu verpflichtet fühlt, sich um sie zu kümmern. Gerade in der Anonymität der Großstadt tritt das auf. Deshalb ist übrigens Ihr Verweis auf den ländlichen Raum im Antragstext so heuchlerisch. Sie haben das mit zu verantworten, und diesen Zustand gilt es unbedingt zu beenden. Fördern Sie junge Familien, machen Sie es attraktiver, Kinder zur Welt zu bringen und aufzuziehen. Erklären Sie den Frauen, dass es keine Schande ist, einige Jahre zu Hause zu bleiben. Das müssten Sie tun. Aber Sie tun genau das Gegenteil davon mit Ihren Frauenquoten und Ihrer Kinderfeindlichkeit. Dann dürfen Sie auch nicht wundern, wenn Sie die Rechnung dafür präsentiert bekommen. Ich danke Ihnen. Für die FDP-Fraktion erteile ich nun Herrn Lenders das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege Schulz, bei Ihnen bekommt der Begriff der Muff unter den Talaren eine ganz neue Bedeutung. Gut, Spaß beiseite. Die Barrierefreiheit ist ein Problem, das uns spätestens damals in der Anhörung, den Kollegen Barth hatte darauf hingewiesen, bei der Änderung der Hessischen Bauordnung alle sehr stark, ja auch emotional gepackt hat, mich auch. Ich habe mich auch dann einige Zeit mit der Frage beschäftigt. Und es muss uns allen klar sein, dass es am Ende darum geht, dass wir im Alter oder, wenn man nicht mehr ganz gesund ist, immer noch ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen Räumen haben kann. Ich glaube, das sollte uns auch alle verbinden. Und meine Damen und Herren, da geht es nicht immer nur um den Rollstuhlfahrer, den man dann so schnell im Kopf hat. Das ist auch gerne schon mal derjenige, der einen Herzinfarkt hinter sich hat und die Treppe nicht mehr steigen kann, für den er seine Wohnung dann verlassen muss und der dann dringend auch solch eine Wohnung braucht. Deswegen ist das ein dringliches Problem, über das wir uns auch wirklich unterhalten sollten. Meine Damen und Herren, die Quote oder den Gesetzentwurf, den die SPD jetzt eingebracht hat, ist, die Quote ist nicht von euch, das stimmt, aber der Gesetzentwurf, den ihr eingebracht habt, kann man nicht jetzt so pauschal einfach sagen, ja, okay, das wird der richtige Weg sein, weil ich glaube, man muss das differenzierter betrachten. Weil es steht dann in der Tat, der Schulz hat eben zwar da weit zu ausgeholt, aber die Frage ist, der Baukosten steht natürlich immer im Raum. Langsam. Es steht ein bisschen diametral zum Widerspruch zu der Bausenkungskommission, die, wenn mich nicht alles täuscht, eine SPD-Bundesministerin, die Frau Hendricks, einmal ins Leben gerufen hat. Das in Einklang zu bringen, das wird die große Kunst sein. Und meine Damen und Herren, da geht es dann gerne auch schon mal über, wenn man sich mit den Fachleuten unterhält, mit Bauunternehmen, zum Beispiel um das Aufzugsrecht, also das, oder Aufzugspflicht, dass ein Aufzug da vorhanden sein muss. Das wird immer als das teuerste Argument angeführt. Und ich möchte einfach mal sagen, ich kann mir heute keinen Neubau mehr vorstellen im Geschossbau, wo nicht automatisch auch ein Aufzug vorhanden ist. Der ist sozusagen inkludiert, und dass er irgendwie einen Mehrkostenanteil dann dafür haben muss, dass es barrierefrei ist, will mir noch nicht so ganz im Kopf. Ich finde, das ist immer ein bisschen ein vorgeschobenes Argument. Das lasse ich nicht gelten. Und Herr Schulz, wenn man sich mit der Materie mal eingehend auseinandersetzt, wird man feststellen und muss auch einfach mal sagen, barrierefreies Bauen im Neubau muss heute nicht heißen, dass es teurer wird. Es muss nicht teurer werden. Es ist die Möglichkeit, die Türen zu verbreitern. Ob Sie die Tür so ein Stückchen breiter bauen als eine enge Tür, es kostet nicht mehr Geld. Ob Sie die Toilette etwas höher hängen, kostet nicht 1 Euro mehr Geld. Übrigens,
Ich wohne selber so, habe selber eine barrierefreie Wohnung. Wenn Sie einmal das als Standard empfunden haben, kann man sich eigentlich als normalsterblicher Mensch gar nicht mehr vorstellen, warum man die Toilette so tief hängt. Meine Damen und Herren, die Wände von vornherein so zu gestalten, dass technische Hilfsmaßnahmen in einem Badezimmer nachträglich einzubauen sind, dann spreche ich nicht davon, dass sie von vornherein drin sind, aber dass die Wände es hergeben, kostet so gut wie kein Euro mehr. Das heißt also, auch eine ebenerdige Dusche, wer das kennt, dass man nicht mehr in eine Duschwanne reinsteigen muss, ist heute überhaupt gar kein Problem mehr. Das kann man alles im Neubau von vornherein so vorsehen. Und meine Damen und Herren, wenn wir in diese Diskussion einsteigen, wäre ich sehr dafür, den Gesetzentwurf zu nehmen, um auch diese technischen Möglichkeiten einmal näher zu diskutieren, und zwar mit Experten zu diskutieren. Mir wäre sehr daran gelegen, dass man in einer großen Anhörung wirklich auch diese Dinge mal mit einbezieht. Und Frau Barth, das ist vielleicht ein neuer Gedanke. Ich würde neben der Barrierefreiheit barrierearm definieren und auch klar machen, dass auch eine barrierearme Wohnung durchaus erstrebenswert ist. Und wenn wir es schaffen, allgemeinen Konsens hinzubekommen, dass sowohl diejenigen, die bauen, wie diejenigen, die diese Wohnungen nötig haben, dass die Architekten, wenn das als Selbstverständlichkeit mal in das Bauwesen, in die Baukultur Einzug hält, dann reden wir weder über mehrere Kosten, noch brauchen wir irgendwelche Quoten. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen darf ich nun Frau Förster-Heldmann nach vorne bitten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Debatten sind immer anregende Debatten und meistens, nicht bei allen Beiträgen, von sehr viel Klugheit getragen. Insofern freue ich mich, dass ich auch heute zu Ihnen sprechen kann. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also, Wohnen wird immer vielfältiger, immer komplizierter. In den Ballungsräumen ist die Anforderung immer höher. Wir haben eine komplizierte Entwicklung in unserem Leben, in den Anforderungen von unserem Berufsleben, in der Familie, in vielen anderen Bereichen auch. Und obendrauf kommt noch die Corona-Krise. Einerseits verbrauchen wir viel zu viel Platz pro Kopf, das sagen die Statistiken. Bitte schauen Sie auch mal danach. Und andererseits brauchen wir viel mehr Platz, weil wir neue Anforderungen haben, wie Homeschooling und Heimarbeitsplätze, wie auch immer. Auch das ist ein Widerspruch in sich. Und dem allen sollen wir gerecht werden. Und wir sollen vor allen Dingen, wenn ich mal an die Krise in der Bauwirtschaft und der Beschaffung von Material erinnern darf, wir sollen auch mit weniger Ressourcen auskommen. Aber der Flächenverbrauch pro Kopf ist eine ganz wichtige Art, dieses Wohnen zu betrachten. Und da kommt natürlich genau das, was meine Kolleginnen und eben vorgebracht haben, die Differenzierung zwischen barrierearm und barrierefrei. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und wir haben natürlich der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es immer mehr Menschen gibt, die A, in ihrer Wohnung bleiben wollen. Also ehrlich gesagt, ich bin ja jetzt auch schon über 60, ich habe, glaube ich, wenig Lust umzuziehen. Meine Wohnung ist noch nicht mal barrierefrei, aber ich habe trotzdem keine Lust umzuziehen. Und auch dem muss man ja irgendwie gerecht werden. Und die Frage ist, wie kann ich Flexibilität und Variabilität in dem Wohnungsbau umsetzen, ist eine tragende Frage, die das Thema Bauen in allen Bereichen dominiert. Und da habe ich natürlich zuallererst einmal gedacht, der Gesetzentwurf von der SPD klingt gut, weil nach dem Motto viel hilft viel. Wenn man sich das aber einmal genauer betrachtet und z.B. auch mit der einen Geschossfähigkeit mal anfängt, dann merkt man, dass diese Angleichung, also die Kombination aus der neuen Verordnung aus 2018 und dem alten, zwar, denke ich mal, mit viel gutem Willen gedacht ist, aber dass sie den modernen Anforderungen nicht gerecht wird.
Wenn wir uns einmal Neubau anschauen, Tatsache ist doch so. Jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema Darmstadt und Offenbach. Schauen Sie sich einmal da die Neubauwohnungen an. Da gibt es keine Wohnungen mehr, die nicht mindestens barrierearm sind. Und was haben wir denn gemacht in der Neuordnung der Hessischen Bauordnung? Wir haben ermöglicht, dass Rampen auch nachträglich in Abstandsflächen gebaut werden können. Wir haben ermöglicht, dass Außenaufzüge angebaut werden können, auch wenn die Abstände nicht gewährleistet sind. All das sind einfach auch Maßnahmen, die gewährleisten müssen, dass wir auch nachträglich Barrierearmheit, das klingt ja auch komisch, Barrierearmheit, Barriere, noch schlimmer Armut. Ja. Sie wissen, was ich meine. Dass wir alles das umsetzen und dass wir gewährleisten können, dass wir möglichst lange in unseren eigenen Wohnungen bleiben können und dass wir auch unsere familiären Zusammenhänge so gestalten wollen und können, wie wir uns das wünschen und nicht, wie es möglicherweise einer Norm entspricht. Also, bei dem Gesetzentwurf geht es natürlich auch darum, schafft er wirklich Anreize für Neubau? Auch diese Frage, auch wenn die unangenehm ist, die muss man sich stellen, weil jetzt so kurzfristig mal eine HBO ändern geht. Aber was kurzfristig nicht geht, ist unser Wirtschaftssystem und das, worauf dieses alles Investitionen etc. aufbaut, das können wir eben nicht so schnell drehen, auch wenn es den Linken vielleicht nicht gefällt, diese Tatsache. Und insofern freue ich mich auf die Diskussion, die wir gemeinsam führen werden. Wir haben auch schon wirklich sehr anspruchsvolle Anhörungen gehabt, wo es natürlich um die Frage der Barrierefreiheit ging. Und da kommen wir wieder mit der Schwierigkeit in Konflikt, dass wir eigentlich im Grunde genommen viel weniger Flächen verbrauchen sollten. Und das ist etwas, was wir gemeinsam regeln müssen. Und was mir noch einmal ganz wichtig ist, Frau Barth, ist, dass Ihr Entwurf gut gemeint ist, aber er wird der Flexibilität, die wir heutzutage im Bauen und gerade im Neubau brauchen, nicht gerecht. Und wenn Sie noch einmal den Tatbestand der unverhältnismäßigen Mehraufwand, wenn ich das gerade noch erwähnen darf, wenn man das noch einmal aufrufen, dann muss man einfach auch mal sagen, wenn Sie zum Beispiel nach Marburg gehen, Sie würden ein Mehrfamilienhaus irgendwo in der Mitte von Marburg oder von mir aus auch am Rand hinstellen, würden die Anforderungen erfüllen. Ja, aber ganz Marburg ist ja nicht barrierefrei. Also ich denke, da muss man schon auch mal überlegen, was ist vernünftig zu übernehmen. Wie kommen wir gemeinsam am Ziel, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, haben wir in der Debatte festgestellt. Und insofern freue ich mich auch auf die weiteren Debatten. Vielen Dank. Für die Linke darf ich nun Frau Böhm nach vorne bitten. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße sehr den Entwurf der SPD und bedanke mich dafür ganz herzlich für diesen Gesetzentwurf, dessen Anliegen wir auch uneingeschränkt unterstützen. Und das unterstütze ich gern als Abgeordnete der Linken, wie auch als Ortsvorsitzende des VdK. Sie haben ja schon erwähnt, der VdK Hessen-Thüringen hat damals 2019 diese umfassende Petition zur Hessischen Bauordnung ins Leben gerufen und hat dazu 25.000 Unterschriften zusammengetragen. Spannend ist auch, dass auf Open Petition auch zwei grüne Landtagsabgeordnete diese Petition des VdK damals unterstützt haben. Frau Eisenhardt, Frau Ministerin Hinz, wir werden dann gerne das an Ihrem Abstimmungsverhalten nach der zweiten Lesung überprüfen, inwiefern Sie Ihre Meinung geändert haben. Aber ich befürchte, es sind nicht die Einzigen. Wir haben ja gerade einen Vortrag erhalten. Wo ist er denn? Von dem Abgeordneten der NOAFD, Dimitri Schulz. Ich habe mal gerade nachgeguckt und habe festgestellt, auch der Herr Schulz hat dieses Anliegen der Petition mit unterstützt und hat
zusammen mit Herrn Richter im Übrigen und Herrn Enners diese Petition als für gut befunden. Anscheinend weiß diese Partei nicht, was sie will, und ändert auch täglich ihre Meinung. Meine Fraktion hat ja auch schon die aktuell gültige Fassung der Hessischen Bauordnung 2018 bei der Verabschiedung als nicht konform mit der UN-Behindertenrechtskonvention kritisiert. Und das führt eben dazu, dass Frau Barth hat das ausgeführt, ich kann mich da kurz fassen, 2/3 des aktuell stattfindenden Wohnungsneubaus ist überhaupt nicht barrierefrei. Und auch, Sie haben das ja mit den 6 Stockwerken, glaube ich, noch einmal gut erklärt, so gerade, dass der ländliche Raum besonders leer ausgeht. Und ich wurde auch schon erwähnt, aber ich sage es noch einmal, das hat ja der VdK noch einmal ganz besonders in den Mittelpunkt der Beratungen gestellt. Wenn man gleich barrierefrei baut oder barrierearm baut, wird das Ganze kostengünstiger, als wenn man das nachträglich macht. Und man muss es ja irgendwann einmal machen. An irgendeinem Punkt ist in vielen Familien notwendig, dass eine Barrierefreiheit oder Armut hergestellt wird. Und dann sind die Kosten hoch. Dann gibt es zwar ein bisschen was an staatlichen Zuschüssen, aber das reicht meistens hinten und vorne nicht. Deswegen gleich machen ist besser. Und hier mit diesem Gesetzentwurf helfen Sie doch den Bauherren und den Mieterinnen dann letztendlich auch, eine gute Wohnung zu haben, in der die Menschen auch so lange leben können, wie sie möchten. Und ich glaube, das ist doch das entscheidende Kriterium für uns. Viele, viele Menschen wollen möglichst lange in ihrer eigenen Wohnung, in ihrem eigenen Haus, in ihrer Umgebung wohnen bleiben und wollen nicht umziehen, wenn im Alter, wollen nicht in eine andere Umgebung ziehen. Und hier diese Maßnahme würde es den Menschen helfen, dort auch wohnen zu bleiben. Und Barrierefreiheit dient ja auch allen Menschen. Also, wenn man mal nicht so gut zu Fuß ist oder junge Familien, Kinderwagen, aber auch wenn man sein teures Fahrrad mal in die Wohnung schieben will. Also, das ist eigentlich ein Standard, der überall heute notwendig ist und deswegen ist es dringend erforderlich. Ja, wir haben jetzt so viele positive Meldungen dazu, so viele positive Gründe dafür, warum das eigentlich notwendig und sinnvoll ist. Was spricht denn jetzt eigentlich dagegen? Ich vermute mal, und das befürchte ich wirklich, dass das die Interessen der privaten Baulobby sind, die ja jede Reglementierung, und sei sie noch so sinnvoll, wie der Teufel das Weihwasser fürchten. Und der verlängerte Arm im Parlament sind ja bekanntlich CDU und FDP, wie ja nicht zuletzt die Klage gegen den Berliner Mietendeckel gezeigt hat, nachdem große Wohnungsbau- und Baukonzerne beiden Parteien Millionenspenden haben zukommen lassen. So etwas kommt eben von so etwas. Sorgen Sie doch eher dafür, dass in mehr Kommunen tatkräftige öffentliche und genossenschaftliche Wohnungsbaugesellschaften vorhanden sind. Dann sind auch die kommunalen und öffentlichen Einflüsse auf den Wohnungsbau größer. Dann brauchen Sie diese Heuschrecken auch nicht mehr. Also, ich bin gespannt, liebe Grüne, bei anderen bin ich auch gespannt, wie Sie sich verhalten zu diesem Gesetzentwurf und ob Sie jetzt der Vasallentreue in ihrer Vasallentreue der CDU folgen oder ob sie dafür sorgen, dass Barrierefreiheit gerade im ländlichen Raum möglich wird. Ich bedanke mich. Für die CDU-Fraktion bitte ich nun Herrn Kasseckert nach vorne. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Änderung der HBO hinsichtlich Barrierefreiheit ist ja keine ganz neue Diskussion. Wir haben sie 2017, glaube ich, im Rahmen der HBO-Änderung geführt. Wir haben sie vor wenigen Monaten geführt mit dem VdK anlässlich einer Petition infolge der HBO-Änderung. Und ich glaube, sagen zu können, dass wir uns in der Zielsetzung auch alle einig sind. Wir wollen, dass Menschen möglichst lange in ihren Wohnungen leben können. Wir wissen, dass Menschen heute
älter werden, länger mobil sind, länger auch in ihren Wohnungen bleiben. Das ist sehr zu begrüßen. Und mit dem einen oder anderen Gebrechen oder eben auch einer Erkrankung wie ein Herzinfarkt ist durchaus möglich, selbstständig noch in Wohnungen zu leben. Und deshalb ist das Interesse, Barrierefreiheit, schwellenlos, wie auch immer wir das nennen, voranzustellen. In der Analyse, dass die HBO-Änderung dazu führt, dass weniger barrierefreie Wohnungen entstehen, teilen wir die Auffassung der SPD nicht. Wir haben in der Petition, wie ich meine, in der Beratung der Petition seitens des Ministeriums eine Tabelle erhalten, aus der eigentlich sehr deutlich wurde, dass wir mit unserem Vorschlag, und es steht sogar, glaube ich, in der Begründung der SPD, dass wir mit unserem Vorschlag bei den Mehrfamilienhäusern, also ab einer Mehrgestöckigkeit, genau die ist es, Frau Barth, glaube ich, in dem Fall sind wir neutral bei den Stockwerken 3 und 4 und bei Stockwerken ab 5 entstehen durch die Regelung der HBO mehr barrierefreie Wohnungen, als das in der alten HBO der Fall war. Richtig ist, dass in den Geschossen 2 oder ab dem zweiten, bei einem zweigeschossigen Wohnraum oder Gebäude keine barrierefreie Wohnung notwendig ist. Aber machen wir uns ehrlich, dort, insbesondere im Ballungsraum, wo Mehrfamilienwohnungen oder Mehrfamilienhäuser entstehen, entstehen sie in der Regel auch mit Aufzügen und sind dann in der Regel auch barriere- oder mindestens schwellenlos, barrierefrei oder mindestens schwellenlos erstellt. Das, was Herr Lenders sagte, die Türbreite, die Sitzhöhe der Toiletten, das sind im Übrigen alles überkommene DIN-Vorschriften. Auch das müsste man mal irgendwie anpassen, genauso wie bei den Garagen. Das ist aber ein anderes Thema. Bodengleiche Duschen, das ist heute Standard in den Wohnungen. Aber der entscheidende Punkt ist der Aufzug. Es gibt heute keinen Neubau mehr ab dem dritten Stockwerk ohne Aufzug. Von daher würde ich sagen, ohne dass es die HBO vorschreibt, ist eine schwellenlose Erreichbarkeit der Wohnungen möglich. Aber konkret die Barrierefreiheit, auch mit dem, ob das ein Prozentsatz ist, wie wir es jetzt vorgesehen haben, oder wie es in der HBO vorgeschrieben ist, ob Sie sagen, es muss ein Geschosswerk oder ein Stockwerk in der Anzahl eines Stockwerkes barrierefrei sein. Barrierefreiheit beschreibt in der DIN-Vorschrift mehr als das, was wir als schwellenlos begreifen. Und da will ich an der Stelle auch deutlich machen, dass wir beispielsweise auch in der Petitionsberatung erfahren haben, dass der Markt bestimmte barrierefreie Wohnungen oder barrierefreie Wohnungen, wenn sie eben nicht von einem bestimmten Personenkreis abgefragt werden, am Markt schwerer zu vermieten sind. Ich will das nicht weiter vertiefen. Das sind die großen Türen, also die wirklich behinderten oder rollstuhlgerechten Wohnungen, kriegen Sie am Wohnungsmarkt nicht in der Weise vermietet. Das war ein Ergebnis dieser Diskussion mit dem VdK in der Petition. Und auch das sollte man eben nicht hinten anstellen. Die Frage dabei sind immer die Kosten. Wir haben schon viel und oft hier diskutiert über Wohnen, über die hohen Mieten, über die wir uns im Ballungsraum auch einig sind. Aber ein Grund dafür ist natürlich, dass wir im Regelwerk immer noch etwas zulegen. Ob das die unterschiedlichen regulatorischen Instrumente sind, Umwandlungsverbot etc. ist das eine, das ein Investitionshemmnis ist. Aber auf der anderen Seite, dass wir sagen, wir haben hohe Grundstückspreise, wir wollen aber in den Wohnungen zum Beispiel, wenn wir das festlegen, in einer anderen Quote oder wie auch immer, zusätzlich bestimmte Voraussetzungen in den Wohnungen schaffen, bedeutet das mehr Kosten. Das bedeutet nicht nur mehr Kosten für den Bauherrn auf der einen Seite, sondern auch für den Mieter. Denn wenn Sie in einem kleinen Gebäude einen Aufzug machen, um das barrierefrei zu machen, klein spreche ich jetzt vom zweigeschossig, dreigeschossig, um diesen Wohnraum barrierefrei zu machen, dann müssen Sie die Kosten für den Aufzug auf wenige Mieter umlegen. Das heißt, wir haben einen Zielkonflikt, und das ist meiner Meinung nach mit der jetzigen Regelung gut gelungen, dass wir sagen, ja, wir wollen mehr barrierefreien Wohnraum. Ja, wir wollen auch mehr Familienhäuser, und ab der dritten Etage sind die in der Regel auch mit den Aufzügen erreichbar. Und mit der Regelung, die wir dann haben, nämlich mit den 20%, entstehen nach der Tabelle, die Frau Barth ja eben hochgezeigt hat, auch mehr und deutlich mehr barrierefreie Wohnungen als nach der alten HBO. Deshalb glaube ich dabei, unter dem Strich sind wir in der Zielsetzung einig. In der Analyse, welches Instrument mehr barrierefreie Wohnungen
hervorruft oder hervorbringt. Da mögen es Unterschiede geben. Das wird auch die Diskussion jetzt noch einmal zeigen. Auch ich freue mich auf die Diskussion. Aber am Ende heißt entscheiden, verzichten. Wir haben uns für diese Quotenregelung in dem Fall entschieden. Ich glaube, dass sie richtig ist. Ich glaube aber, dass sie vor allem von der Diskussion getragen sein muss. Wir wollen den Menschen möglichst lange Wohnen in ihren eigenen vier Wänden ermöglichen. Und das hoffen wir mit dieser Regelung auch zu erreichen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kasterkat. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Al-Wazir das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich gebe zu, ich habe so ein leichtes Déjà-vu, weil wir nämlich vor 3 Jahren exakt hier in diesem Raum die Anhörung zur Novellierung der Hessischen Bauordnung hatten und die Frage der Barrierefreiheit da einer der wesentlichen Punkte war, die wir, wenn ich das mal so sagen darf, vorwärts und rückwärts diskutiert haben und uns genau über die Frage auseinandergesetzt haben, welche Regelung bringt uns unserem Ziel näher, was uns alle eint. Wir wollen, dass mehr barrierefreie Wohnungen entstehen. Wir haben uns damals mehrheitlich für den Weg entschieden, der jetzt in der Bauordnung steht, nämlich die 20-%-Quote, was dazu führt, dass im Zweifel, da wo höher gebaut wird, mehr Wohnungen entstehen als vorher und man am Ende des Tages sagen, eine Wohnung immer hat, wenn mehr als zwei entstehen, die auf jeden Fall barrierefrei ist. Ich will vielleicht an dieser Stelle sagen, dass wir es bei der Bauordnung ja mit etwas zu tun haben, was man nicht jeden Tag ändern sollte, weil sich natürlich Projektentwickler, Architektinnen und Architekten, aber auch die Behörden vor Ort bei der Frage, wie man das am Ende organisiert, doch durchaus darauf verlassen, dass man da eine Grundlage hat, so eine Art Grundgesetz fürs Bauen, was man nicht alle halbe Jahr ändern sollte, weil man ansonsten in die Situation kommen könnte, dass das Ziel, was uns auch alle eint, nämlich dass möglichst viel Wohnraum, und zwar an den richtigen Stellen, entstehen soll, dass dieses Ziel nicht in Gefahr gerät. Und deswegen glaube ich, dass wir unterm Strich, und das werden wir ja sicher machen, uns anschauen müssen, sagen, was ist denn in den letzten 3 Jahren passiert. Da werden wir sicherlich bei einer Anhörung, die es garantiert geben wird, uns auch vertieft mit der Frage beschäftigen. Aber ich will auf ein paar Probleme aufmerksam machen, die bisher keine Rolle gespielt haben, auch offensichtlich die SPD, die diesen Gesetzentwurf ja hier eingebracht hat, nicht groß interessiert haben. Die spannende Frage ist, wo fehlen eigentlich barrierefreie Wohnungen und wo entstehen neue Wohnungen? Und deswegen kann ich Ihnen sagen, wenn Sie sich die demografische Entwicklung anschauen, und der VdK hat ja genau mit dem Verweis auf die Demografie diese Petition gestartet, dann müssen wir feststellen, dass ältere Menschen vor allem in Hessen überproportional im ländlichen Raum leben und dass die Wohnungen aber vor allem im Ballungsraum gebaut werden. Und jetzt wissen wir aus allem, das gibt ja auch ein altes Sprichwort dazu, alten Baum verpflanzt man nicht, dass in aller Regel jetzt, wenn in Nordhessen in einem Landkreis mit einer demografischen Schichtung, dass da vielleicht 35% der Menschen über 60 sind, ich glaube, das ist die Quote im Werra-Meißner-Kreis, wenn da barrierefreie Wohnungen fehlen, dann nützt es relativ wenig, wenn die in Frankfurt dann sozusagen durch Gesetzesänderung gebaut werden, weil ich nicht davon ausgehe, dass diejenigen aus dem Werra-Meißner-Kreis dann nach Frankfurt ziehen werden. Das wollen wir ja auch eigentlich auch gar nicht. Und gleichzeitig, wenn Sie sich die Neubauquoten im Werra-Meißner-Kreis anschauen, dann werden Sie feststellen, dass dort aus verständlichen Gründen kaum Neubau stattfindet, sondern wenn wir da über barrierefreie Wohnungen reden, die fehlen, dann geht es um die Frage, wie wir den Umbau fördern können. Ich will das an dieser Stelle mal sagen, das machen wir auch jedes Jahr. Jedes Jahr stehen 3 Millionen € bereit, um an dieser Stelle den Umbau von bestehendem Wohnraum zu barrierefreiem Wohnraum zu fördern. Und das wird auch gut angenommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, wir müssen dafür sorgen, dass wir mehr barrierefreie Wohnungen bekommen, aber sie müssen dann eben auch an der richtigen Stelle entstehen. Und deswegen, Herr Staatsminister Al-Wazir, lassen Sie eine Zwischenfrage zu von dem Abgeordneten Lenders. Bitte sehr.
Eigentlich habe ich auch eine kräftige Stimme. Herr Staatsminister, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Denkt denn die Landesregierung auch darüber nach, auch dieses barrierearme, also dieses schwellenarme stärker in den Förderfokus zu nehmen? Oder geht es immer nur um wirklich die Barrierefreiheit? Also dann, wenn der Umbau beantragt wird, ist es in aller Regel so, dass wirklich die Barrierefreiheit auch nötig ist. Weil das dann ja eine Situation ist, dass Menschen aufgrund bestimmter Krankheiten wirklich darauf angewiesen sind, sich auch wirklich nicht nur, ich sag mal, schwellenarm, sondern wirklich barrierefrei bewegen zu können. Aber weil Sie gerade die breiten Türen angesprochen haben, Herr Lenders, da will ich Ihnen mal sagen, das haben wir ja diskutiert. Wir haben diskutiert bei der HBO-Novelle, wie wir eigentlich damit umgehen, ob das Kennzeichen R, so heißt das, dann wirklich erfüllt ist. Und da sagen uns alle, die sich damit auskennen, dass diese Wohnungen nicht sonderlich beliebt sind, weil sie dann nämlich auch, dass diese Wohnungen nicht sonderlich beliebt sind bei denen, die nicht im Rollstuhl sitzen, sozusagen. Weil das bedeutet nämlich, dass man sich auch in einem Elektrorollstuhl, der eine gewisse Breite hat, alleine sozusagen komplett bewegen kann. Das ist wirklich Barrierefreiheit rollstuhlgerecht. Und das bedeutet dann eben auch, dass man auch zur Abstellkammer, das steht auch in Ihrem Gesetzentwurf drin, die sozusagen entsprechend breite Tür braucht. Und dementsprechend hat man am Ende in bestimmten Bereichen kaum noch Wandfläche, sondern vor allem Tür. Und die Leute sozusagen finden das, wenn sie in so eine Wohnung reingehen, erstmal auf den ersten Blick nicht schön. Wenn sie vor allem erstmal mit breiten Türen konfrontiert werden, überall hin. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, gut gemeint muss nicht immer auch gut gemacht sein, Frau Kollegin Barth. Und deswegen bitte ich an dieser Stelle darum, Sie merken schon, ich plädiere dafür, dass wir den gefundenen Kompromiss, den wir 2018 nach langer Diskussion ja gefunden haben, dass wir den nicht sofort wieder über den Haufen werfen, sondern dass wir an dieser Stelle langfristig daran festhalten, dass das, was wir gefunden haben, mit der 20%-Quote eigentlich eine gute Regelung ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ein letzter Punkt, das will ich an dieser Stelle, ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber Frau Böhm, den Mietendeckel in Berlin als Beispiel jetzt zu nehmen für kluge gesetzgeberische Tätigkeiten auf Landesebene, das hätte ich mich an Ihrer Stelle nicht getraut. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Für eine zweite Runde hat sich die Abgeordnete Barth von der SPD-Fraktion gemeldet. Ich habe euch doch vor einem Jahr schon gesagt, was passieren wird beim Bundesverfassungsgericht. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Staatsminister Al-Wazir, Sie hatten ein Déjà-vu. Ja, wir haben sehr vehement über diesen Punkt bei der Bauordnungsnovelle 2017, war die Diskussion, 2018 haben wir sie beschlossen, diskutiert. Und warum? Weil die Behindertenverbände, die Liga der Wohlfahrtsverbände, VDK und wie sie alle heißen, unisono entsetzt waren und sehr vehement protestiert haben. Und ich finde auch, dass sich im Nachgang eine Petition ergeben hat, wo 25.000 Menschen unterschrieben haben. Das macht man auch nicht einfach so, ja, sondern das hat schon einen Grund. Und insofern würde ich Sie auch bitten, dass Sie sich da etwas ernsthafter mit auseinandersetzen müssen. Wir haben die Tabelle angesprochen. Ich zeige sie hier auch noch einmal rum. Alles, was grün ist, das sind ab 6 Stockwerke. Und alles, was hier so rosafarben ist, da ergibt sich ein Nachteil durch Ihre Neuregelung. Und das sind eben die Wohnungen, die halt niedriger als, also die Vorteile ergeben sich ab dem 6. Geschoss, wobei, wer die Bauordnung kennt, weiß, dass ab dem 6. Geschoss Barrierefreiheit hin, Barrierefreiheit her sowieso ein Aufzug vorhanden sein muss. Ich glaube, das sind dann Brandschutztechnik, keine Ahnung weshalb. So, für die 5. Etage tut sich gar nichts, aber alles, was niedriger ist, da ergibt sich eben ein Nachteil. Und jetzt lade ich Sie noch einmal ein,
nach draußen zu schauen, nicht weil es diesmal wegen Wetter ist, sondern wie hoch sind denn die Gebäude dort? Und wir befinden uns hier in der Landeshauptstadt. Gebäude sind sehr häufig, bis auf, wenn man jetzt wirklich extrem verdichtet baut, sind sehr häufig niedriger als ja, eben 3, 4 Geschosse. Und deswegen ergibt sich nicht nur auf dem platten Land, sondern auch in Frankfurt, im kompletten Umland, ergibt sich durch die Bauordnungsnovelle eben weniger barrierefreier Wohnraum. Und wir brauchen überall mehr Barrierefreiheit. Und was Sie eben behauptet haben, Herr Al-Wazir, dass barrierefreie Wohnungen weniger beliebt seien, dass... Okay, rollstuhlgerecht, dann gucke ich wieder in meinen Gesetzentwurf. Da steht übrigens nicht, dass alle, die barrierefrei auch das R-Kennzeichen haben müssen. Da steht, ich zitiere aus dem Gesetzentwurf, von den Wohnungen nach Satz 1 müssen in Gebäuden mit mehr als 8 Wohnungen eine und bei mehr als 20 Wohnungen mindestens 2 Wohnungen uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar sein. 2 Wohnungen. Frau Barth, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Abgeordneten Kassecker zu? Ja, gerne. Keine böswillige Zwischenfrage, nur auf die Tabelle bezogen. Ist es richtig, dass auch bei Gebäuden, Sie haben ja ab 6 Stockwerken, also diese positiven Saldo, aber stimmt es, Frau Barth, dass auch bei Gebäuden ab dem 3. Stockwerk schon barrierefreie Wohnungen notwendig sind? Es ist nicht so, dass der Eindruck sollte nicht erweckt werden, dass erst ab 6 Stockwerken neue oder zusätzliche Barrierewohnungen notwendig sind, sondern der Saldo ist positiver nach dieser HBO-Regelung. Genau. Danke. Richtig, dazwischen gibt es auch mal ein paar Wohnungen, wo es egal ist, ob neue oder alte HBO. Na? Wo ich mich auch ein bisschen dran gestört habe in der Diskussion, die wir an dem runden Tisch hatten, war die Mitarbeiterin des Ministeriums, die Referatsleiterin, die gesagt hat, das sei eine politische Entscheidung und bei eingeschossigen Gebäuden seien bisher, das, also mit der alten Regelung, mit den mindestens die Wohnungen eines Geschosses, seien bisher 100% und bei zweigeschossigen 50% der Wohnungen barrierefrei herzustellen. Ja? Wir reden über die Wohnung eines Geschosses bei einem zweigeschossigen Haus. Das heißt, da brauche ich noch nicht mal einen Aufzug, um das herzustellen. Und da frage ich mich wirklich, wo hier die unverhältnismäßigen Kosten liegen sollen. Der Herr Lenders hat es vorhin sehr schön ausgeführt. Ja, bodengleiche Duschen sind heute absolut im Trend. Ich habe übrigens selbst mal in einer barrierefreien Wohnung bis vor 6 Jahren gewohnt. Inzwischen wohnen meine Eltern dort, die es wirklich nötig haben. Und also niemand hat das dieser Wohnung wirklich angesehen. Und die hatte tatsächlich sogar das R-Kennzeichen. Wir hatten ein relativ großes Bad. Das war es dann aber auch. Ja? Und ich mache eher die Erfahrung, dass bei uns, jetzt ist Bad Homburg auch nicht als jung und sexy bekannt, sondern eher Schnarchstadt. Also bei uns fehlt barrierefreier Wohnraum. Ja? Bei uns fehlt barrierefreier Wohnraum. Barth, Sie können jetzt nicht mehr ganz so viel von Bad Homburg erzählen. Nein, okay, ich höre jetzt auch auf. Mehr wollen wir auch gar nicht wissen. Mehr. Also, wir sind eine Wohnung, eine Stadt mit viel alter Bevölkerung, älterer Bevölkerung, und wir haben einen hohen, ungedeckten Bedarf am barrierefreien Wohnraum. Und deswegen ist es auch, obwohl wir nicht zum ländlichen Raum gehören, auch dort wäre es ein Vorteil. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Barth. Für das nächste Mal nur der Hinweis, wenn Sie was zeigen, dann vorher dem Präsidium zu zeigen. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann sind wir am Ende der ersten Lesung angekommen und überweisen den Gesetzentwurf der SPD mit der Drucksache 20/5536 zur weiteren Beratung in den WVA.